Verlosungstime! Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute, wie ihr schon im Titel lest und wie ich schon gesagt habe, gibt es wieder eine Verlosung. Und zwar eine tolle Bombenverlosung. Weil wir sind schon über 1000. Oh mein Gott! Und ich wollte es einfach ein, es ist ein Dankeschön von mir, um euch immer Danke zu sagen, dass ihr in eurer Freizeit ein bisschen von eurer Zeit mir sozusagen spendet und meine Videos schaut. Und ja, ich wollte einfach Danke sagen. Und ich finde das so toll. Oh mein Gott. Ich wollte auch Danke sagen, weil ich schreibe mir auch immer so tolle Kommentare und schreibe mir immer Kommentare und seid fleißig dabei, auch auf Twitter oder auf Facebook und auf Instagram seid ihr auch schon recht viele und ich finde das so toll. Ich möchte einfach nur Danke sagen. Okay, fangen wir gleich an. Was kann man gewinnen? Es gibt zwei Sets zu gewinnen. Einmal ein violettes und einmal ein pinkiges. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr alles gewinnen könnt. Fangen wir mal an mit dem pinkigen. Als erstes, was da schon rausschaut, ist eine Nagelfeile. Hinter dieser Tür eine Nagelfeile und vorne ist sie so Glitter-Leopard. Wieso habe ich so eine gekauft? Weil, wo ich in meiner Schminksammlung, in meinem alten Video von meiner Schminksammlung, wo ihr diese gesehen habt, dann haben dann alle gefragt, wo hast du die gekauft? Ich möchte diese auch kaufen. Diese hatte ich dazu mal bei Claire's gekauft. Und jetzt hatte ich zwar diese nicht mehr gefunden, aber solche. Also das pinkige hat so ein Ding. Dann natürlich, wie ich in meinem Kreta-Haul gezeigt habe, habe ich sozusagen eine Beauty Blender-Kopie gekauft von Cosmopolitan. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und das ist ja sozusagen eine Kopie vom Beauty Blender. Falls ihr nicht wisst, was ein Beauty Blender ist, das kann man sozusagen benutzen, um die von sein Schwämmchen, wo man nass machen kann, und danach kann man die Foundation so einarbeiten. Das kommt nachher ein bisschen deckender und ein bisschen ebener. Und das ist dabei. Dann ein Bronzer von einer italienischen Marke, die heißt Deborah. Ich weiß nicht, ob man die bei euch verkauft, aber ich denke nicht. Seht ihr das? Es ist so ein Bronze, mit Glitzerpartikeln. Mit Glitzerpartikel, ja. Und das Tolle daran, finde ich, hier seht ihr das hier hinten? Das kann man so wegnehmen und danach ist das ein kleiner Pinsel. Den kann man dann hier so öffnen und dann hat man schon einen kleinen Pinsel dabei, wenn man den benutzen möchte. Den kann man dann hier hinten wieder so tack, wieder reinklemmen. Also, der Bronzer ist dabei. Dann zweimal von Essence, die Stay With Me Glosse. Einmal mein Favorite Milkshake. Einmal dieser. Dann der andere ist Candy Bar. Dann wieder von der italienischen Marke Deborah ist ein Highlighter dabei. Der sieht so aus. Der ist echt toll. Der ist dabei. Dann wieder von der italienischen Marke Deborah ist so ein Kohlkajal dabei. Sieht er nicht süß aus? Den kann man hier so öffnen. Den kann man so rausholen wie ein Lippenstift. Seht ihr das? Und das ist ein Kohlkajal. Der ist super für um die Augen oder in der Lid, in der Wasserlinie. Toll. Weil war ich lange auf der Suche, bis ich ihn endlich gefunden habe. Den habe ich auch für mich gekauft. Dann eine kleine Nagelschere, also klein, sie ist recht groß. Seht ihr das hier, hat so eine, ich finde die ganz süß, die hat so eine Manga-Mädchen drauf. Diese. Oh, dann noch etwas ganz Spezielles hat das pinke Säckchen dabei. Einen MAC-Lippenstift Viva Glam, den von Nicki Minaj. Den habe ich auch. Jetzt zeige ich ihn euch mal. So,
So sieht er aus. Und die Farbe ist so. Das ist ein knalliges rosa Pink. Neon. Der ist echt toll, den habe ich auch. So, das ist alles im rosa Säckchen dabei. Jetzt zeige ich euch das violette Säckchen. Also, alles ist gleich, nur diese Nagelfeile ist so. Schwarz mit pinken, leopardiert. Und hier hat es einen anderen MAC-Lippenstift dabei. Hier ist wieder Snob dabei. Den habe ich, glaube ich, schon mal verlost. Die Farbe, ich denke, ja doch. Eine tolle Farbe. Zeige ich euch auch. Das ist eher so eine violette Farbe. Aber das ist echt eine super schöne Farbe. So, und alles das ist im violetten Säckchen dabei. Um zu gewinnen, was müsst ihr tun? Ihr solltet Abonnenten von meinem Kanal sein und das Video den Favoriten hinzufügen. Und ihr könnt mir 5 Kommentare da lassen. Ich würde euch gerne auch gerne eine Frage stellen, von wo seid ihr? Also von wo schaut ihr zu? Zum Beispiel Deutschland und dann, also das Land Deutschland und dann vielleicht Berlin. Also ihr müsst nicht euer kleines Kaff oder wenn ihr nicht eure Stadt angeben möchtet, könnt ihr einfach die nächstgrößere Stadt schreiben. Und welches Säckchen ihr gewinnen möchtet. Ihr könnt 5 Kommentare schreiben. Und ich werde kontrollieren, wer mehr schreibt, wird disqualifiziert. Ihr könnt alle mitmachen, von wo immer ihr seid. Und falls ihr unter 18 seid, im Falle eines Gewinnes, bräuchte ich eine schriftliche Einverständniserklärung von euren Eltern. Das heißt sozusagen, die schreiben mir, dass du mir deine Adresse geben kannst, dass ich dir nachher den Gewinn zuschicken kann. Wie lange geht die Verlosung? Ich denke, machen wir morgen, Samstag, in 2 Wochen. Das heißt, dann hätten wir den 11. August 2012 um Mitternacht. Könnt ihr mir die 5 Kommentare schreiben, wann ihr möchtet. Und danach wird ausgelost. Und die Gewinner, die werden dann von mir persönlich kontaktiert. Und die Namen werde ich unten in der Infobox schreiben. Also falls ihr möchtet sehen, wer gewonnen hat, könnt ihr dann nach der Verlosung das Video nochmal anklicken. Und dann schreibe ich unten die Gewinner. Und ja, ich wünsche euch viel Glück und ich hoffe, du gewinnst. Du gewinnst. Und nochmal danke vielmals, weil ich finde das so toll. Ihr seid so genial. Tschüss.